Mit einem Publikumstag wurde heute in Essen der Beginn des europäischen Kulturhauptstadtjahres gefeiert. Zehntausende Besucher kamen zur Ruhr 2010 auf das Gelände der ehemaligen Zeche Zollverein. Mit dem Ruhrgebiet ist zum ersten Mal eine ganze Region zur Kulturhauptstadt ernannt worden. Die Popolskis aus dem Ruhrgebiet heizten richtig ein. Das Wetter spielte fast in jedem Programm am Wochenende eine Hauptrolle, natürlich neben dem Publikum. Das tummelte sich heute wieder zu Tausenden auf dem weitläufigen Festgelände. Gut verpackt zogen die Menschen von einer zur anderen Veranstaltung. Die Erwartungen durften hoch sein. 1700 Künstler auf 50 Positionen auf Zeche Zollverein waren angekündigt worden. Und das neue Ruhrmuseum war dem Ansturm nur gewachsen, weil es nummerierte Grubenmarken ausgeteilt hatte. Für die Organisatoren war die Eröffnungsfeier wie eine Visitenkarte. Wir haben gesagt, wir stehen für Inhalte und wir stehen für starke Bilder. Und deshalb sind wir hier zur Zeche Zollverein gegangen, die eben für die Vergangenheit steht und für die Zukunft steht. Es war ein knappes Rennen, aber die Rechnung ist am Ende aufgegangen. Das Wetter hat für eine zusätzliche Dramatik gesorgt und das hat uns auch noch geholfen. Dass beinahe die Eröffnungsfeier am Wetter gescheitert wäre, sorgte heute noch für Gesprächsstoff bei vielen Besuchern. Letzter Stand 80.000. Eine erfolgreiche Eröffnung ist ein guter Schritt. Jetzt gilt es jedoch, den Marathon anzutreten. Denn das ganze Jahr will gestaltet werden, nicht nur mit Masse, auch mit Klasse.